Also wirklich, überzeugt mich das Ding, Mann. Ich denke mal, gerade so für jüngere Leute oder so, die es ein bisschen abgeflippter möchten, das ist, Ja. glaube ich, die richtige Wahl. Exactly. Ja, wobei heißt ja auch nicht, dass Leute, die nicht älter sind, ausgeflippter sein können. Ich meine, ich habe da schon einige kennengelernt. Ja, und die wildesten Leute schon kennengelernt. Ich meine, David Bowie. Stell dir mal, habe ich da mal zusammengearbeitet. Gar kein Problem, der war auch ausgeflippt. David Bowie ist das Rock Superstar, right? Ja, richtig, der das alles nicht so ernst genommen hat, Mann. Natürlich habe ich da mal hier und da ein bisschen was produziert. Ich meine, für wen habe ich denn nicht produziert, letzten Endes? Ja. Okay, dann. Hashtag Genie. Entschuldigung. Wir wären dann also bei einem Gesamtpreis von 9.450 Dollar. Ja, machen wir 10.000 glatt, right? Sehr nett. Ja, für Ich Ihre müsste noch Beratung. die restlichen Zigarren holen. Sie sind noch bei uns im Büro. Ich habe nicht alle gerade zur Hand. Würden Sie einfach 5 bis 10 Minuten hier warten und ich hole sie, oder soll ich sie No Ihnen wohin problem. liefern? No problem. Wir machen das direkt hier. Wir fahren dann nochmal zu die Store, right? Ja, sicher, sicher. Ja, wir Okay. machen das persönlich. Das Wir heißt, Sie sind warten hier. dann einfach hier? Yes. Ja, klar. Gibt Alles schlimmere klar. Orte als diese Bar. Das denke ich doch auch. Yes. Okay, Gentlemen, dann hole ich mal kurz die Zigarren und bin gleich wieder da, ja? Alles klar, bis gleich, Mister. Bis gleich. Jo, der hat mir gefallen, Mann. Der hatte echt Ahnung von dem, was er da so. Excuse me, Barlady. Können Sie mir sagen, da vorne sitzen jetzt noch Clients von Ihnen, right? Ja. Okay, gut. Weil ich wollte nicht, dass Sie gegangen sind. Ich habe nämlich eine Jewelry und ich denke, die Clients von die Continental sind auch attractive Clients für meine Jewelry Store, right? Darum würde ich mich kurz vorstellen mit meiner Kollege. Ja, sehr gerne. Sitzen im Foyer von rechts. Ah, oh, thank you. Kommen Sie, Breezy. Ja, klar, gar kein Problem. Excuse me. kann ich Sie kurz stören? Natürlich. Awesome. Oh, na, Mann. My name is Jordan Smith. Ich bin Inhaber von Jordan Jewels. Ich habe eine neue Jewelry, die ich aufmache für Sie und für alle anderen auch. Das zu meiner Rechten ist Breezy. Oh Er Mann, ist yeah, einer East. meiner Spezialisten, wenn es um Ketten und Necklaces geht. Ich wollte mich kurz vorstellen und Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie vielleicht beim Grand Opening next week vorbeikommen, damit wir vielleicht Pieces für Sie finden, die Sie interesting finden. Wir wollen natürlich Frauen genauso zufriedenstellen wie Herren. Das heißt, für die Luxury Watch Fans haben wir einiges in Angebot und auch wenn Sie sagen, Sie sind an Ringen oder Smuck interessiert, dann können wir vielleicht auch gucken, ob Sie was finden, right? Perfekt. Das klingt vielversprechend. Wann ist denn eine große Eröffnung? Ja, da kann ich noch nicht spezifizieren, right? Wir sind hier und da, um zu gucken, dass alles nach meinen Vorstellungen ist. Und das sehen Sie aber über Social Media. Ich denke, dass Sie Anfang nächste Woche damit rechnen können. Ah. So, wenn Ja, Sie hervorragend. in this area. Und trendmäßig, wir kombinieren Old School und New School. darum habe ich mir meinen Partner Breezy geschnappt, der sich ein Na, bisschen richtig. mit der neuen Variante, die haben Sie vielleicht schon gehört, diese Necklace Collection. Ja, hier die Iced Out Skull Chains. Ja, die auch gerade trägt, Die das sind alles vergoldeten. die Variants dazu. Und ja, in different pieces und die haben wir auch im Sortiment, müssen wir gucken dann. Für die Damen haben Sie dann auch etwas im Angebot? Ja, das ist genau der Anspruch, den wir haben. Das ist nicht nur für Herren, es ist manchmal sehr, sehr schwierig für Frauen entsprechende Varianten zu finden. So, das ist aber der Anspruch, right? Und für Ja, Sie, richtig. Sir, wenn Sie Interesse an Luxury Watches haben, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Wir haben Ja, alles das von hört sich sehr gut an. Breitling Navi Timers zu EWCs. Wir haben Rolex Classic, Rolex Retro Rolex 32 mm, 38. Wir haben auch Jacob & Co. Grand Complication Pieces. Es sind sehr, 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 sehr vielfältig. Eine große exklusive Auswahl, sehr gut. Ja. Das wollte ich Ihnen nur mal persönlich vorschlagen. Würde mich freuen, wenn Sie vielleicht nächste Woche dann bei uns mal vorbeigucken. Und wenn Sie Interesse haben an einem Appointment, Private Appointment, dann haben wir auch ein Geschäftstelefon, die Sie anrufen können.
nach der Grand Opening oder davor, wenn Sie Wünsche haben. Das ist die 9988. Oh, ganz einfach. Yes. Perfekt. Awesome. Thank you very much. Jordan Smith, right? Oh, der Besitzer von Jordan Jewels. Oh, und ich bin Breezy, Mann. Von Breezy, Breezy Media, Breezy Entertainment, Breezy Fashion, Breezy Everything, Mann. Yeah. Ja, Breezy Fashion. Ja, also. Wir haben gerade über dich geredet. Ach, tatsächlich? Und zwar, nein, also eigentlich, meine Freundin, wie hattest du gesagt? Du würdest dafür töten, wenn du eine High-Waist-Hose kriegen würdest? Metaphorisch. Ja, so eine High-Waist-Hose, Mann, ich kann das nachvollziehen, Mann. Ich gehe ja persönlich immer mit den Trends und ich bin schon froh, dass ich überhaupt Lingerie für Frauen anbieten kann, aber so eine High-Waist-Hose, wirklich, das ist, das würde ich auch gerne sehen. Ich mache das ganz gerne auch, ne, direkt an Frauen designt hier die Mode direkt am Markt. Ja. Grundsätzlich würden wir uns gerne dafür einsetzen, dass für die Female Customers etwas mehr Auswahl ist. Grundsätzlich ja, ist das ist, sehr, sehr limited, right? Nee, das ist richtig, leider, ja. Okay, ich will Sie nicht weiter stören. Thank you very much für Ihre Zeit und ich hoffe, Sie haben noch einen beautiful evening, right? Ich wünsche mir auch. Thank you very much. Ja, bye. Oh, erstaunlich, dass mich alle können. Huh. Oh, ich habe was vergessen. Oh, was denn? Ah, excuse me, ich habe eine kleine Sache vergessen. Ich weiß natürlich nicht, wie Ihr Zustand hier ist, halt. Aber wir machen auch Custom Siegelringe und Eheringe. Ah, das ist ja gut. Schön. So, also nur für den Fall, dass es bei Ihnen bald unstate. Ja. Alright. Yes. Muss mir noch eine von den drei Ladies aussuchen, aber ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Sie machen es sich, so wie sie aussieht, sind Sie auf eine Challenge-Auswahl. Das haben Sie sich jetzt nicht so einfach gemacht. Ja, ja. Das ist ja den Erfolg, wir brauchen, das Glück vielleicht auch. Oh. So, du bist raus, Vicky. Ja, die Spannung liegt förmlich in der Luft. Ich wollte Ihnen das nur noch sagen. Okay, thank you very much. Sehr gerne. Hi. Ja. Oh. Ja, der sollte vielleicht aber mal vor ein paar Verträge unterschreiben, sonst passiert ihm das gleiche wie mir. Wie sagen Sie, junge Leute, der hat sich selber gekockblockt. Ja, 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 stimmt. Gekockblockt, Mann, das stimmt, das passt. Weird. Was geht, Mann? Ich habe mal alles hier in so eine Box gegeben, ja. Ich stelle sie Ihnen gleich einfach mal hierher. Ja, perfekt. Breezy, nehmen Sie die Box dann, right? Kein Problem. Awesome. Die nehmen die Box hier. Ja, ja, das geht. Hier reichen sie mir einfach in der Hand. Alles klar. Ja, kein Thema. So 50 von jedem. Ja, und Sie können mir die Rechnung stellen. Am besten dann 1000 einfach. Straight up. Alles klar, mach ich. Der Karton sieht wirklich gut aus, Mann. Also, wenn ich da mal reinlinse. Ja, Sie sollten jetzt nicht unbedingt überfallen werden. Ja, don't worry. Wir sind hier an einem Safe Place. Ja, kein Problem. So, wenn Sie irgendwelche Makel finden, ja, dann sagen Sie mir gerne Bescheid. Ich bin der Letzte, der sagt, ich erstatte die Zigarren nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden haben. Yes. Ah, ja, dass Sie Bescheid wissen. Werden wir sehen und wenn Sie leer sind, werden wir bei Ihnen nachbestellen. Ja, das machen Sie sehr gerne. Und Sie halten mich auf dem Laufenden, wie es mit Ihrem Laden aussieht, ja? Sie können selber vorbeikommen, nächste Week, gewalt. Ja, dann machen wir das, auf jeden Fall. Vielleicht finden wir für Sie auch etwas, das angemessen ist, right? Hier. Ja, das hoffe ich doch. Etwas im... The Platin Amex, so right? Eis, aber awesome. Sie finden schon irgendwas für mich. Ja, Classic Watches. Für Sie sehe ich eigentlich in einer Jaeger LeCoultre, right? So würden Sie das sagen? Jaeger LeCoultre in einer Polo-Variant mit Double Time Zone in White and Blue. Das sehe ich. Ja, bin ich mal gespannt, was Sie mir dann so zeigen können, wenn der Laden endlich da ist. Ja. Yeah. Freue mich schon drauf, sehr gut. Awesome. Und Sie dann auch Uhren, ja? Ja, Uhren, Necklaces, Earpieces and a couple Rings and stuff. Auch Custom Rings, wie man ja richtig. Das ist das hervorragend. Diese Info habe ich gebraucht. Ja. Ringe ist wirklich, ja, was soll ich sagen, dass ohne Ringe gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus, aber ich habe meinen auf dem Flug verloren. Sie kennen das vielleicht, wenn man die Ringe verliert und dann ja.
sucht man sich zu Tode und findet sie nicht und dann ist der Tag gelaufen. Ja, man schläft dann, auf einmal sind die Ringe weg, Mann. Ganz genau, ja, richtig. Ich kann Ihnen sagen, das ist bei uns halt alles immer in self-made production, das heißt, das ist wirklich Handarbeit, wir gießen sie selber, sie können fragen, die Prodigy hier drüben, wir haben das alles die letzten Tage in einer minutiösen Arbeit nochmal verfestigt, wie viel Arbeit es ist. Legen wir auch Wert darauf, dass sie eine kriegen, eine Echtheitszertifikat dafür. So, sie haben immer die Verification, dass das absolutely the best of the best ist, right? Das ist sehr gut. Hört sich sehr gut an. Ja, keine Billigprodukte. Ja, wenn da irgendein Fehler ist, machen wir das Ding halt kaputt. Egal, wie teuer die Materialkosten waren. Unsere Kunden bekommen da nicht irgendeinen Schmutzverkauf. Ja, ja. Wir sind sehr, sehr an unsere eigenen Ambitionen gekettet, right? Ja, so muss das sein. So läuft dein Geschäft erst so richtig gut. Awesome. Okay, hervorragend. Cool. Dann wie lange sind Sie schon offen mit die Store? Mit dem Laden jetzt circa eine Woche vielleicht. Ja. Haha. Und wie läuft die Geschäft? Eigentlich soweit ganz gut. Ich habe jetzt zwei, drei Großabnehmer. Ich habe ein paar vereinzelte Kunden, die erstmal Kostproben mitgenommen haben, die dich dann hoffentlich wieder melden. Und es kommt so langsam ins Rollen, wie man so schön sagt. Nice. Bin sehr zufrieden. Gut, wir werden dann sehen, wie schnell wir das wegdampfen, right? Ganz genau. Ich bin gespannt, wenn sie anrufen. Und dann werden wir wahrscheinlich in ein... Also das ist eine Small Collection. Wenn die Customer das mögen und das gut läuft, dann kann ich Ihnen sagen, werde ich Ihnen mal eine kleine sechsstellige Summe überweisen müssen. Ja, das ich denke, mein Konto hat diesbezüglich kein Limit. Awesome. Mein zum Glück auch nicht. Skalieren. Nicht wahr? Ja, richtig, richtig. Würde ich mir vielleicht noch Ihre Nummer notieren, dass ich, falls irgendwas ist, anrufen kann. Sie erreichen uns einfach unter 9988. Das ist die Jewelry. Wie war das? Rules. 9988. Ja, und 9988. 9988. Entweder ist das Mr. Breezy oder me, wenn der Telefon. Ja, einer von beiden geht ans Telefon, aber dann sind sie auf jeden Fall gut bedient, Mann. Ja. Yeah. Ja, so New School oder Old School, Sie haben die Wahl. Ja, dann. Ich nehme einfach das, was mir gerade so an den Hörer kommt und ich denke, richtig. Jeder wird mich bestens beraten können. Awesome. Das wollen wir doch hören. Und das war Mr. Smith, richtig? Ja. Yeah. Sie finden mich auch unter Social Media und können mir da eine Nachricht schreiben, wenn Sie Fragen haben zu irgendwas. Das geht ja auch. Ich habe viele Nachrichten bekommen von Customers, die irgendwas möchten, oder? Alles klar, das kriegen wir schon hin. Daran soll es dann, denke ich, nicht scheitern, richtig? Ja. Yeah. Awesome. Okay, hervorragend. Na dann, Gentlemen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Oh, genauso, danke. Good night. Und fallen Sie jetzt bloß nicht hin mit der Kiste, ja? Ach nein, ich passe auf. Stellen Sie die erstmal ab. Ja, gar kein Problem, wird auch langsam schwer. Ja. Yep. Oh. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ja? Und ja, wir genauso. Hören und sehen uns. Hi. Machen Sie es gut. Haben Sie noch einen Highlander? Aber sicher. Ich würde auch einen nehmen, Mann. Sehr gerne. Meine ist fast leer. Auf den kaputten Fuß. Yep. Also, ich sag Ihnen eins, Mann, wenn wir mal irgendwann mit Mr. Plagenstedt unterwegs sein sollten, Sie dürfen den nicht fahren lassen. Ich habe nicht vor, jemanden zu fahren. Who is Mr. Plagenstedt? Ah, das ist ein guter Freund von mir. Kennen Sie den nicht, den internationalen Designer Plagenstedt? Oh, he's Designer. Ja, Karl Plagenstedt, der macht mehr so den klassischen Stil. Er ist Franzose. Oh, no, I don't know. Ach, tatsächlich nicht. No, ist der very impressive or... Ja, also so einen muss man erstmal kennengelernt haben, ist mein Job. Also ich weiß jetzt nicht, bester Freund, aber ich mache schon relativ viel immer mit dem zusammen. Mhm. Auch in der Vergangenheit zusammen Serien gedreht und so weiter. I see. Gemeinsame Auftritte und so weiter und so fort. Bitteschön. Oh, thank you very much. Ich habe da eben so mit einem Ohr, ich wollte Sie nicht belauschen, aber Sie haben ein Juweliergeschäft? Ja, ja, wir haben, don't worry, das ist ja ein öffentlicher Ort und hier sind die Kunden auf jeden Fall überall. Wir haben, ich habe eine Jewelry, das ist meine leitende Angestellte, Breezy, Jordan Jewels und ich bin Jordan Smith. Oh. Und wir haben hier um die Ecke, hinterm Central Park, right? Eine Jewelry, die ist umgebaut worden. Da sind wir jetzt gerade dabei, die
zu finishen with all the products und wir werden nächste Woche eine Eröffnung machen. Ja, schön. Ich stand tatsächlich vor ein paar Tagen vor zuen Türen. Oh no. Da werde ich doch sehr gerne vorbeischauen. Was suchen Sie denn? Ich hätte gerne so ein bisschen was am Handgelenk, eine neue Uhr. Oh. Watches. Für Sie vielleicht auch interessant, Necklaces and Rings maybe dann. Oh ja. Wir müssen gucken, wir kriegen am Wochenende eine große Auswahl an unterschiedlichen Pieces und ich bemühe mich sehr, dass es für Women halt einfach auch was gibt, das man tragen kann, right? Das ich mach das fertig, ich stimme da Jordan komplett zu. Wissen Sie, Lady, also Sie wissen das wahrscheinlich sowieso, ich handle ja schon seit einiger Zeit in der Stadt auch mit Klamotten und mit Schmuck und genau. Mich nervt das so, dass ich für Frauen einfach nicht viel präsentieren kann, weil mir tut das in der Seele weh. Meine alten Seasons, die ich über Breezy rausgebracht habe, ich habe immer eine Tonne an Unisex gehabt für Männer und für Frauen, aber dieses True Unisex und jetzt diese Scheiße, das stört mich, nur Lingerie für Frauen aktuell im Angebot, das macht mich fertig und da arbeiten wir gegen an. Das hört sich gut an. Ja, gerade bei Uhren ist das auch sehr, sehr limited. Ich sehe irgendwie immer nur dieselbe Uhr. Glauben Sie, ich kenne mich mit Uhren aus. Ich sehe das Modell und dann sage ich sofort, ah, ist klar. Ja, wahrscheinlich genau die, die ich hier trage. Ja, Sie bloß eben, Sie haben sie in Weißgold. Ich sehe sie manchmal in Gold. Ja. Ja. Müssen wir gucken, das ist, disappointing. Aber ich bin da dran. Wir haben noch eine wunderschöne Modell einer Lady Rolex in 32mm. Das Problem ist, dass die aus der Retro-Skala kommen. Das bedeutet, die haben damals die Männer getragen. Und dadurch, dass Rolex so komplizierte Oyster-Armbände hat, ist das sehr, sehr schwierig mit der Größeneinstellung und dann fällt ihnen das immer vom Handgelenk, right? Ach ja, nee, das soll es ja nicht sein. No, das ist, ja, keine Ahnung, das ist schwierig. Aber Sie sind da willkommen. Aber ich sage Ihnen, ich will Ihnen nicht zu nahe treten und ich will wirklich nicht. Aber die Preise sind pretty, pretty hefty. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Herrn Fein nochmal in Verhandlung treten. Ja, lassen Sie sich von Ihnen mal bitte etwas geben, was dann einfach auch für Sie hier. Maybe abrechnen über die Firma. Ja, ist ja auch was für Sie und für die Kunden letzten Endes, right? Aber wir damit verarbeiten man halt. Pünktlich ist. Wir verarbeiten halt Real Gold. So, wir smelzen selber, wir prägen selber, wir machen Eheringe selber, Siegelringe, everything. Ja, gut, Qualität muss natürlich auch bezahlt sein. Ja, das ist, so viel nehmen wir uns da gar nicht weg, die Preise sind halt heftig. Wir Diamanten versuchen wir zu bekommen und stuff. Hallo. Guten Abend. Abend. Ich hätte gerne Classic Manhattan. Jawohl. Oh, Prost, Mann. Hallo. Für Sie auch nochmal? Ja, ich würd einen Whisky nehmen. Den Highlander Herr von Falkenhof, sind Sie da? Richtig, ein Highlander ist gut. Ja, guten awesome. Abend, ich grüße Sie. How are you? Ach, mir geht's gut, danke. Ja. Genau. Fantastic, ja, wir sind immer noch an die Vorbereitung für die Eröffnung, so Sie haben nichts verpasst. Ah, sehr gut. Ja, ich hab heute schon, ich habe Ihren Post gesehen da, irgendwie Ihre Telefonnummer, ne? Ja, 9988. Ja, richtig. Ich war kurz in Versuchung, mal durchzuklingeln, weil das so nach Bereitstellung für mich klang. Ja, wir sind sukzessive, oh Gott. Ja. Schwieriges Wort, ja. Ja, yes, so Step by Step arbeiten wir uns nach vorne. Und, ja, sehr gut. Und sind dann hoffentlich start next week, sind wir dann ready. Und dann werden wir ein bisschen gucken, dass wir individuelle Beratung machen. Aber so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, sobald Sie den Post sehen, dass wir ready sind, zögern Sie nicht. Kommen Sie vorbei, weil wir und ich bin ja mit meinem Kollege Breezy unterwegs. Wir haben da so much demand. Es ist overwhelming. Ja, wirklich. Also ich habe das John auch schon gesagt, bevor ich da mit eingestiegen bin, Mann, das Ding ist, als ich dieses Schmuckding, also vielleicht wissen Sie das ja, Mr. von Falkenhoff, Sie haben ja auch Social Media und zwei Augen im Kopf, Mann. Ich wurde so oft schon auf Ketten angesprochen und auf Uhren und was weiß ich nicht alles. Also da ist wirklich ein sehr hoher Bedarf in der Stadt dafür. Und ich denke mal, wir erfüllen diesen Bedarf. Ne? Ja, hopefully. Absolut. Das glaube ich sofort. Hopefully. Also wenn Sie jemanden, wenn Sie da Interesse haben, dann kommen Sie da einfach vorbei. Rufen Sie an, scheuen Sie sich nicht zu fragen. Schreiben Sie mir, schreiben Sie Breezy. Stehen Sie vor der Tür und gucken Sie through. wie Sie möchten, weil das ist
Es ist sehr exciting. Sehr gut, sehr gut. Nee, das werde ich auf jeden Fall machen. Also wie gesagt, ich suche da ja sowieso eine neue Uhr und dann klingt das ja nur umso besser, was ich da von Ihnen gehört habe. Ja, sie, ich sehe sie bei einer Glashütte, to be honest. Das ist was Klassisches, ne? Ja, Bauhaus maybe, so in die Richtung. Hm. Müssen wir gucken, vielleicht auch, vielleicht sie sind noch jung, vielleicht maybe digital. Es gibt, Ach, weiß ich nicht. Lassen Sie sich überraschen. Es gibt tatsächlich von Tag und Heuer eine Connect-Version, die sehr, sehr elegant ist. It's impressive. Okay, okay. Ja, da müssen Sie selber. Gut. Wir gucken dann einfach. Ich wollte gerade sagen, ne, Sie haben ja dann eine Auswahl da und dann. Ja. Dann schauen wir mal. Das ist alles. Wir haben auch jetzt die Signature ACTAC-Zertifikate für everything. Ah, sehr gut, sehr gut. Das heißt, Sie kriegen dann auch ein Box and Papers sozusagen. Ja, das heißt, Sie machen auch Wartungsarbeiten und all sowas. Sie können dann regelmäßig vorbeikommen und bei Watches in unserer Preiskategorie und in this quality ist das alles for free. Sehr gut. Ah, das ist ja klasse. Ja, sehr gut. Sie bekommen auch immer ein echter Zertifikat dazu. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Ah. Und jetzt nochmal nachgefragt, also über den Uhrenteller hinaus, wenn Sie sagen Ketten und sowas, machen Sie auch, ich weiß nicht, Ringe oder... Ja, machen wir auch. Okay. Ringe, wir machen, wenn es ansteht, A-Ringe, ganz speziell. Wir machen Siegelringe, wir machen Custom-Ringe. Siegelringe. Ja, wir machen richtig hefty Siegelringe. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber ich sage Ihnen, das ist auch Signature-abhängig, right? Wir gucken dann auch nach die, ob das, wohin die Reise geht, weil Siegelringe immer Bedeutung haben, Heritage und so. Oh. Ja, wir haben, ich komme ja aus einer relativ traditionsreichen Familie, sag ich mal. Ja. Wir haben so einen Familienring, wissen Sie? Ja, wir können dann auch Ihr Wappen einarbeiten. Oder wir ja, können, das war die Frage, genau. Ja. Tatsächlich, wenn Sie eine Original Family Heritage Ring haben already, können wir auch gucken, dass wir entweder eine Continuation machen, weil das immer the next generation thing ist, oder wir können gucken, ob sie vielleicht eine exact copy wollen. You know? Mm-hmm. Das really depends. Aber da müssen wir den Originalring mal vielleicht mal angucken. Ja, das gucken wir dann. Aber wie gesagt, also da freue ich mich auf nächste Woche. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. That was awesome. Wird sehr, sehr großartig. Wunderbar. Na dann, ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend. Ja. Yeah. Und dann hören wir voneinander, ja? Thank you. Ja, vielen Dank. Ich glaube, diese Ringe, die werden einfach. Ja, da müssen wir gucken, dass wir den Markt nicht überfluten. Das ist ja das Wichtigste. Richtig. Wir müssen unsere Customers dann special halten. Ja, vor allem, das sind dann ja auch bestimmte Siegelringe. Also wir machen jetzt so ein Massenprodukt jetzt daraus. Ich habe ja gezeigt, wir gießen die separate, wir machen die, wir gießen die selber. Das ist, da müssen wir immer intensive Gespräche führen. Wenn dann jemand kommt und sagt, hier, mein Wappen oder das Heritage, wie das mit den Azteken, right? Oh, ja, das ist immer noch, finde ich, die beste Idee. Also dieses Design hat mich einfach komplett abgeholt, Mann. Ja. Oh. Ah, Mr. von Krestenburg, Siege. Ah, hallo. Ja. Was ist hier oben? Oh, kein Problem. Awesome. Herr von Krestenburg, darf ich Ihnen noch etwas anbieten? Was, mit Zigarre? Ja. Oh. Ja. Was Exklusives, die Siglo 2? Oder eher was Fruchtiges? Nach meinem Charakter entsprechend. Mhm. Ich gehe hinten einmal an unseren Tresor. Mhm. Also ich würde da fruchtig sagen. Ich würde definitiv sagen, ja, etwas fruchtig-exklusives. Ja. Richtig, und beide machen. Awesome. Richtig. Ah. Wer sind Sie eigentlich, Sir? Wer jetzt ich? Ja, haben Sie nicht eigentlich mal irgendwelchen Film gesehen? So irgendwelchen Vampiren oder so?
Nein, nicht mit Vampiren. Ich bin Breezy Eastman. Yay, East. Ach Breezy, so. Der Künstlername. Der mit den 26 Ach Grammys. So, ja, okay. Oh, sieht so ein bisschen aus wie der Typ von Blade, right? Ja, richtig. Sie? Ja, ja, finde ich schon. Total. Right? Also da habe ich ja eine witzige Geschichte zu. Ja. Yeah. Die haben einen schwarzen Mantel. Oh. Für ein andermal würde ich sagen, die Geschichte. Also ich will ja nicht hier direkt Hashtag alles wegspoilern. Ja. Ah. Einfach aufheben. Ja, richtig. Ich dachte schon, sie kennen mich wegen meiner Musik oder so. Na gut. Was machen die so für Musik? Boah, das kann man gar nicht in eine Kategorie packen, Mann. Mein Lebenswort ist immer Think Out of the Box, Mann. Also das Startup. Ach nein, Quatsch. Also das können Sie vielleicht mal guten Freund Elon fragen. Ne? Mit dem wollte ich eigentlich, bevor ich in die Stadt komme, auf dem Mars. Aber dann wurden mir die Konten gesperrt, right? Wie bei Herrn Fein. Ja, das ist wirklich, also ich... Oh, Mr. Fein wurde in die Konten gesperrt? Ja, von seinem Prati. Oh no. Ja. Den Prati immer so mit seinen Konten. Ja. Party sprengt die Party. Ja. Ha. Sad. Family money. Always complicated. Richtig. Außer wenn man keinen Überblick mehr darüber hat, wo welche Konten liegen. Und was machen Sie, Herr Warner? Wer war hier noch mal? Breezy. Achso. Ja, Herr mein Beasy. Gott. Ja, ich arbeite hier mit Jordan zusammen, man hier Schmuckbusiness und Klamotten und sonst was. Mit Michael right? Jordan? Oh Gott. Super. Ja, also, da habe ich auch noch eine Geschichte mit Michael Jordan. Wahnsinns Ding. Hat was mit der Geschichte damals zu tun, wie ich Mohammed Ali einen Kinnhaken gegeben habe. Oh mein Gott, Sie haben Mohammed Ali eine in die Fresse gehauen. Ja, aber das ist ein bisschen peinlich, die Geschichte. Sie haben Mohammed Ali aus Versehen einen in die Fresse gehauen. Ja, okay, also das ist folgendes: der lag da im Bett und war im Schlafen, so ein Ding ist das. Sie haben einen Mohammed Ali beim Schlafen in die Presse gehauen. Das sind die Details, die können Sie auch gerne für sich behalten, bitte. Er war da so am Schlafen und ich wollte es unbedingt, verstehen Sie? Ich wollte das sagen können, jetzt kann ich sagen, aber es ist schon ein bisschen peinlich. Aber darf ich. Nee. Sie haben einen Mohammed Ali. Ja, sonst klatscht er nicht doch. Wait, Sie sind in die Schlafzimmer von Mohammed Ali. Nein, vielleicht war er da vorher schon. Also pass auf, die Kinder von dem, die sind ja Kunden vom Easy gewesen. Wir haben da was besprochen und ich so. Können wir die Geschichte bitte anders machen? Ich habe halt gefragt, ob der Goat da ist und die meinten, ja, der ist im Schlafzimmer und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Thema. Und dann waren die gesagt, ich lasse. Was ist ein Schaper auch noch da? Ich hab gesagt, ich muss kurz auf die Toilette und dann bin ich kurz reingegangen, der lag da oben, dann habe ich dem einfach eine verpasst, man ist doch nichts bei, oder? Ist der aufgewacht? Oh, also ich weiß nicht, ob und die Frage ist, wie alt war er damals? Alt. Wait a minute. War der bereits an die Tropf und allem? Vielleicht. Aber immerhin kann ich sagen, ich habe ihn K.O. geschlagen. Er kann auch schon. Er hat geschlafen, der war ich und K.O. Sie haben die invalide Person Mohammed Ali in die Bett geschlagen. Hey, ich sag ja, ich bin nicht stolz drauf. Aber es ist eine gute Geschichte, oder? Right? Hm? Also ich fand den Predator auf jeden Fall viel interessanter. Also die mit dem Mantel, ne? Ja. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist wirklich etwas, was ich noch nie gehört habe. Vielen Dank, man. Ja, man muss ja ein bisschen seine Kontakte ausnutzen, ne? Also, ich sag mal auf den Brammys, fragen Sie mal, was ich für Geschichten habe, die Haben die Sie Leute Stephen kenne. Hawking auch mal getroffen? Ach nein, das hat mein Freund Elon gemacht, ne? Der hat ihm so einen Tritt gegeben, so einen Kick. So einen High-Kick? Ja, der hat gesagt, hier, Hashtag Physik definiere ich selbst, du Arschloch, und hat ihm einfach ins Gesicht getreten. Von wegen, ich komme nicht zum Mars. Als ob ich Mr. Hawking trete, also das ist ja unverschämt. Also, davon habe ich ja nichts. Und bei Mohammed Ali auf jeden Fall, oder? Ja, das kann ich erzählen, ich habe den K.O. geschlagen. Ja, sagen alle mal, wow. Ja, man muss ja mal die Details aussparen bei solchen Geschichten, das ist doch der Trick. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Oh, 36. Awesome. Knackiges Alter. Ja, ich würde sagen, Sie haben auf jeden Fall, Sie haben Mohammed Ali im Koma K.O. geschlagen. Ja, ich lasse mal das Koma weg. Sie haben Mohammed Ali bewegungsunfähig geschlagen. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Ja. Also ich kann's. Wir haben den bewegungsunfähigen Mohammed Ali unfähig gemacht. Ja, haben Sie dafür die, haben Sie einfach gesagt, okay, Sie können, die Kinder sind zu Ihnen gekommen, haben gesagt, ich will ein paar Yeezys, Breezys,
Ja, die wollen doch immer alle was haben. Dann habe ich nur gesagt, ich muss mal kurz aufs Klo, nachdem die mir gesagt haben, der ist da oben im Zimmer. Und dann pief, baff. Oh, fuck. Ich meine, der konnte sich ja eh nicht wehren. Was soll ich denn machen dann? Er wird es ihnen ja wohl schlecht sagen. Ja, vielleicht kann er noch Klopfzeige machen oder so. Ja, klopfen war dann auch nicht mehr drin, ne? Haben Sie noch irgendwelche anderen berühmten Boxer K.O. geschlagen? Nee, ich wurde nochmal von Michael Jackson von der Bettkante getreten. Ah. Ja, waren Sie damals? Oh, da war ich gar nicht so alt. Wie lange ist das her? So. Ich bin nicht überrascht. Ja, Anfang der 20er war das so, ne? Also ich war 20 und der war da schon Tag älter, ne? Ach so. Ah, alright. Anfang, dann 1920. Okay. Nee, wir haben uns einen Arzt geteilt. Ah, okay, wegen dem Propofol, right? Ja, genau, richtig. Wir haben das damals alle in L.A. genommen, so, das war ein großes Ding. Ja. Yeah. Ja, da waren eine Menge Leute auf diesem Bett. Interesting. Was Sie alles so erlebt haben. Ja, ich bin viel rumgekommen durch die Musik. Ja, stille Wasser sind tief und so. Ja. Und trotzdem sind Sie noch so tief. Ja. Kann man aber sehen, right? Also das Ding bei Michael ist, ne, der hat wirklich so riesige wow. Betten gehabt. Wer weiß, was der darf. Also ich will dem jetzt nichts unterstellen, aber also riesige Becken. Also Betten, nicht Becken. Ach, ich dachte Becken wie Badewannen. Also die habe ich nicht gesehen. Auf Klo war ich da nicht, ne? Besser ist. Also, aber das Bett war so richtig groß und wir waren auf dieser Party auf der Neverland Ranch und dann, puh, ich weiß ja nicht. Da saßen wir da auf dem Bett halt und dann ja. so rumgezappelt. Also, dann, und dann war ich, hat er mir einen Kick gegeben. Hat er dabei Au gesagt? Au! Ja, dann war ich weg. Awesome. Er hat einen dicken Trichmann, ich sag so, wie es ist. Das freut mich auf jeden Fall, dass er einen Dicken hat. Ich will mich mal verabschieden für den Abend. Gar kein Thema. Die Herren. Good night. Ich finde, Mr. von Cross Good Fight. Ja, good night, night, good fight, richtig. Awesome. Ja, Ali boxt nicht mehr, ne? Gar kein Problem. Oh. Interesting. Ja, haben Sie mal da so eine Erfahrung gemacht mit irgendeinem Promi? No. I keep it low profile, right? Ah, ja, kann ich verstehen. Die meisten sind so aufgeblasen, also ich bin da total auf dem Teppich geblieben. Ne? Ich erzähle auch keinem, dass ich so viele Brambys habe, ne? Nicht wahr? Also, puh. Awesome. Immer alles low-key halten, low-ballen, ne? Richtig. Unter dem Radar fliegen. Ja. Ich hoffe, Sie haben das Video von mir nicht gesehen von dem letzten Wochenende. No. Ja, da gibt es so ein Video von mir, aber ich habe da eine Maske auf. Ich habe da mit so einem Journalisten Probleme gehabt, ne? Mit so einem Pressefuzzi. Ah, dem, die Sie übelst in die Fresse gehauen haben. Ja, genau dem. Ah. Ja, können Sie verstehen. Irgendwann dreht man durch, wa? Ja, dieser Paparazzi, deswegen, ich bin so ein bisschen... Kommen Sie hin und dann sagt er Sie einfach, dann macht ihr einen Witz über Ihr Frisur und dann müssen Sie dem übel in die Fresse hauen. Ja, oder bei meine Stiefel. Ich trage gerne so riesige Stiefel irgendwie und dann guck dir meine Stiefel an. Ja, irgendwann reicht es auch mal, man... Für die Herrschaften alles noch zu ihrer Zufriedenheit. Yes. Also ein Whisky würde ich noch nehmen. Sie brauchen nicht so förmlich sein. Ich appreciate das, but Breezy versteht sie manchmal nicht. Okay. Ja, aber schön locker bleiben, Mann. Immer durch die Rose atmen. Ah. Crazy. Just so crazy. Ja, das sind doch die klassischen Geschichten, die man sich an so einer Theke erzählt, oder? Hm. Ja. Just Hashtag Just Continental Things. Ja, Hashtag Just Continental Things. Hm. Awesome. Kannten Sie den Herren, der da vorne saß, der mit den Ladies? Nö, hat mir nichts gesagt. Ah, ich hätte mich interessiert. Ich wollte Nick noch fragen, was der macht. Also, Sie müssen verstehen, dass das Ding bei mir ist, mich sprechen immer allerhand Leute an oder die kennen mich irgendwoher, aber ich kenne die alle nicht. Ma'am, kennen Sie den Mann, der da hinten in der Loge sitzt mit den drei Ladies?
Nee, tatsächlich auch nur vom Sehen. Ah. Ich interessiere mich, was die Leute arbeiten. Ja, von Falkenhof ist Lawyer, ja. Yeah. Ich glaube, ist Lawyer. Anwalt. Yeah, that's ja, die verdienen auch nicht schlecht, ne? Of course. Ja, ich war auch mal Anwalt hier, ne? Sie waren auch mal Anwalt? Ja, ich habe so ein Ding gemacht hier, Breezy for the People, ne? Ah, oh, einen wunderschönen guten Abend. Ja, danke. Nabend. Hallo. Ach, grüß dich, alles klar, Mann? Ja, Breezy, wie geht's dir, Mann? Ja, schön, dich hier zu sehen, Mann. Ich war vorhin bei der Verhandlung zufälligerweise von Tony. Ne? Oh, und? Oh, thank you. Bitteschön. Ja, wie die immer? Haben uns, ich weiß nicht, wir wurden irgendwann entfernt, Mann. Ah, okay. Plagenstedt hat so einen Requisitenhut aufgehabt. Ja, okay. Ja, warte mal, ich kann dir den zeigen. Warte, ich habe den noch in der Tasche gekrempelt. Hier, den hier. Und da wollten die wissen, ob das ein echter Hut ist. Hier, den hier. Hat die Polizei irgendwie ein Problem mit gehabt, warum auch immer? Hm, verstehe ich gar nicht. Da steht aber Requisite drin. Aus. Danke. Haben wir mal für den Film gebraucht. Die Dame, darf ich bei Ihnen was bestellen? Sehr gerne. Ich bekomme bitte dreimal ein Classic Manhattan, einmal ein Pina Colada und einmal ein Purple Rain. Mhm, mache ich sobald fertig. Super, vielen lieben Dank. Brauchen Sie irgendwie meine Karte noch oder so? Zimmernummer reicht mir. Die 213 müsste das sein. Jo, Purple Rain, ist der inspired by Prince? Und der Herr Bill. Richtig. Alles klar. Prince ist awesome. Ja, Prince ist super. Ich habe eine Gitarre von dem. Oh. Aber nicht, weil sie den niedergeschlagen haben und die genommen haben. Nein, die hat er mir geschenkt. Ah. Ah, that's awesome. Ah. Mohammed Ali. Incredible. Just incredible. Ja, hätten sie nie gedacht, ne? No, never. Ich habe die Geschichte schon ein paar erzählt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das getan haben. Ja, wer kann das von sich behaupten? Wie gesagt, ich kann sagen, ich habe Mohammed Ali K.O. geboxt. Ich kann das bestätigen, dass sie das gesagt haben. Ja. Wenn sie einer fragt, sie wissen jetzt immer, tja, der Breezy, der war das. Ja. Ja, wenn mich irgendwann mein Ref fragt, woher die ganzen Punkte hatte im Gesicht, obwohl er im Koma lag. Jetzt stellen Sie mal vor, es hängt viel davon ab und dann kommt irgendwann rein und sagt so, okay, nennen Sie mir einen Namen von jemandem, der Mohammed Ali K.O. geboxt hat. Ja, dann sag ich Breezy. Ja, Breezy East. Yo, Breezy, Breezy. In der ersten Runde. Bist du auch so ein Highflyer, Mann? Machst du auch so Wrestling oder sowas? Würde ich. Nö, cool, ich finden. Ich hab den im Schlaf doppelt K.O. geboxt, so ein Ding war das. Ach so. Doppelt? Oh. Ja, das war richtig Rumble in the Jungle, aber nicht für ihn. Ne? Oh, scheiße. Er konnte seine Speciality nicht benutzen, seine Flinkheit. Weil er lief. Oh Gott. Ich war vielleicht schon am Tropf, Mann. Kein Thema. Awesome. Vielleicht habe ich ja noch so ein Andenkenfoto mit dem irgendwo. Ich guck mal. Haben Sie vorher sich erst so daneben benommen und der sabbert so ein bisschen und Sie haben ein Selfie gemacht? Ja, klar. Aber ich habe ja so einen Social-Media-Betreuer gehabt. Vielleicht sollten wir das Bild in den Rahmen machen. Ja, das ist ja gut. So ist die Lady jetzt verschollen, oder wie? Auf Understatement. Aber sie ist gerade so lang. Sie ist gerade nach hinten gegangen, ja. Okay. Ich weiß nicht, ach, sind die Getränke so special, dass sie hinten sind, oder wie? Vielleicht braucht sie ein paar Zutaten, right? Ingredients-Zutaten, ja. Brilliance. Ja, ich bin brillant, das stimmt. Ja, das meine ich, ja. Ja, thanks. Brilliance in person. Hm? Ja, ja. Herr Bill, drei Classic Manhattan, ein Purple, was war das noch? Pina Colada. Oh, ja. Ah, damn it. Ja, und wie läuft der Laden? Welcher Laden? Naja, die Werkstatt. Ich arbeite da nicht mehr. Ach, wie? Was machen Sie beruflich? Ja, wir haben uns von Tony getrennt, ja. Boah. Wirklich? Ja. Das tut mir leid. Was machen Sie beruflich? Ich bin eigentlich Tuner und Mechaniker. Mechaniker? Oh. Ja.
aber ich habe momentan keinen Job. Okay, und why? Weil ich mich von dem Besitzer von Atomic Customs beruflich und privat distanziert habe. Oh, klingt nach einem Shitstorm und man muss sich distancing. Ja, richtig, richtig. Das erinnert mich an die Zeit, wo Sie diesen, können Sie sich erinnern, Breezy, wo Sie diesem Swan eine verpasst haben? Ja, selber schuld, Mann, was liegt da drauf wie so ein Lappen? Und dann mussten sie alle, dann haben sich alle ihre Kollegen davon distanziert, weil die alle so, weil die alle so unglaublich für, auf Swain stehen. Ach, Kim hat da nur wieder so einen Aufstand gemacht. Geh mal zum Arzt. Ah, nee. Ich hab da das Foto gezeigt, so richtig stolz. Und dann was soll das? Hat sie jetzt davon? Hat sie die Balken an der Backe? Sportfrei, Leute. Sportfrei. Ja, Toni hat mir über den Haufen geschossen oder so. Hm? Was? What? Ja, das haben die im Gericht gesagt. Ja, ich hab davon schon gehört. Oder so. Ach so, ja, wilde Geschichte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer Spencer ist, aber... Ja, irgend so ein DTU-Korb, aber wenn man sich halt den ganzen Tag zuguckt und sonst nichts macht, dann dreht man halt irgendwann durch. Das kann ich verstehen. Wenn man die Realität nicht mehr vom Traum unterscheiden kann, dann ist es... Ja, frag mal Rick James, Alter, ich war immer mit dem Feiern, Wahnsinn. Ja, auch ein wilder Typ, hä? Boah, also der hat gekokst wie ein Büffel, ne? Ja, manche kriegen den Hals und vor allem die Nase niemals voll. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich dachte zuerst, der hat Nasenbluten, weil der, ich dachte, der hat so Taschentücher in den Nasen. Oder es waren einfach Koksbrocken. Also, widerlich. Hat er sich die Koks da einfach reingesteckt? Und das ja, dann, aber so ohne Probleme. Der hat das Koks genutzt wie ein Kaugummi. Er ist einfach standardmäßig abgebaut. Er hat auch immer so Coca-Blätter gekaut tagsüber. Also wirklich abgefuckter Typ. Vielen lieben Dank. Bitteschön. Awesome. Bei jedem, der vorbeigekommen ist, I'm Rick James, hier, bitch. Das ist für Sie. Oh, vielen Dank. Und immer eine Schelle gegeben, right? Ja, der hat immer eine Schelle gegeben, I'm Rick James, Jungs, ich muss mal vor, ich habe noch was zu tun, ich muss heute noch einen trinken. Ja, gönn dir, ne? Good luck. Ja, danke, ich wünsche euch was, ne? Ja, bleibt geschmeidig. Gut, warum auch nicht mal Der muss ja gut verdienen, was die Mechaniker hier haben, das ist exclusive Tabasement, right? Ich habe mal von dem Auto gekauft, der hat irgendwie 10 Stück oder so, keine Ahnung. Oh Gott, ich hatte eine Immobilienbesichtigung. Wir waren dann irgendwo ein Broker in so einer kleinen Art Museum, right? Ah. Da war so eine Immobilie gone, right? Die hat irgendjemand hat die besessen. Und da waren einfach, da waren einfach 7 Supersportwagen davor. What? Und der Typ hat mir gesagt, ich dachte, hey, who the fuck is living here? Der, which celebrity? Und er sagt einfach, no, das ist ein casual cop. Und ich dachte, okay, alright. Da stand ein Porsche, da stand ein Rolls Royce, da stand ein Jaguar, da stand 2 Custom VWs für Volkswagen und ich glaube sogar noch ein Rolls Royce. Vollkommen gestört. Das ist ja krank, das ist ja pervers. Ja. Ich dachte schon, das wäre so ein Crack-Cocaine-Dealer oder so. No. Possibly. Vielleicht macht er irgendein Nebengewerbe oder so something. Ja, man muss ja gucken, wie man sein Konto wegskaliert, ne, in die richtige Richtung. Ja, das ist totally crazy. Ich habe da gesehen, sogar der Immobilienmann hat sich erschrocken. Er hat gesagt, what the fuck? Widerlich. Ah, der hat Muhammad Ali zumindest nicht geboxt. Hm. Kann auch noch so viele Autos haben. No. Aber das sind da alles, stehen da alle drinnen. Das sieht aus wie eine, als würde man in so eine Hinterhaus, Autohaus gehen. Man geht auf den Hof drauf und dann sind da so 20 Wagen. Das ist ein normaler Bulle. Ja, I don't know. Zumindest hat er gesagt, das ist irgendein Cop or something. Und da geht's nicht mit rechten Dingen zu, ich sag so, wie es ist. Ja, I don't know. Ich war nur verwirrt. Ja, vielleicht hat er auch mal in Mais investiert oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Oh ja, yeah. Ich habe so einen Typen getroffen, der hat, Sie haben den auch getroffen. Der hat gesagt, er ist in die, warum zur Hölle, ich habe noch Gold Nuggets in Tassen. Der hat gesagt, er ist, der so mit der Time gekommen ist, beim Collecten von Gold und Platin. Ah, ja, genau. Kann auch sein, dass das seine Bude war. Ja, ich habe
heute auch so Restaurantbesitzer kennengelernt. Die waren dann auch fleißig am Sammeln heute. Aber, Restaurant? Weiß ich nicht. Ja, vom Drusillas. Die hatten dann so Taschen voll mit Gold. Da habe ich den abgekauft, natürlich. Wir haben heute alles weg. Ich habe vorher noch die ganzen restlichen Reserven habe ich verarbeitet. Na gut, dann haben wir jetzt einen Vorrat. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Gold ankaufen. Das heißt, der Preis könnte vielleicht nochmal steigen. Schauen wir mal. Wobei ich denke, die arbeiten gut. Ja, wenn sie mal wirklich Geld brauchen, Lady, dann kündigen sie hier einfach und fangen bei Miran. Ja, ich behalte es im Hinterkopf. Gar kein Problem. Oh no, jetzt kriege ich Ärger mit Mr. Fine. Jetzt kriege ich Ärger mit Mr. Fine, aber kann nichts machen. Sein Vater hat sein Konto gesperrt. Nothing is possible. Ha. Oh, John, Lady, ich glaube, ich knall mich mal in die Kiste, Mann. Awesome. Mal wieder von Ali träumen, ne? Right? Gute Nacht. Gute Nacht. Beine ausruhen. Hui. This boy. Totally crazy. Ja. Gut, ich werde jetzt auch mich langsam begeben in die Bett. Vielen Dank für Ihren Service und Sie haben, was haben Sie gesagt? Sie kriegen von mir nichts mit Gold Card, right? Nein, alles gut. Ja. Nehmen Sie das. Awesome. Vielen Dank. Good night. Gute Nacht. So, Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wart unterhalten. Und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ne? Einiges zu tun tatsächlich. Ich muss mal gucken. Ich hoffe tatsächlich, dass wir alles das, was wir noch vorhaben, bis zum Wochenende fertig kriegen. Weil wir sind noch nicht ganz fertig tatsächlich. Wir wollen tatsächlich noch ein bisschen Custom-Scheiß reinbringen, der ziemlich cool wäre. Deswegen... Ich hau mich jetzt hin, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen, ha? Also Ryan, tschüss.